Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das letzte Mal haben wir Salias Lied erhalten, das Lied von dieser grünhaarigen Dame dort. Und ja, wir können damit jetzt wieder zurück nach Kokiri, zurück nach Goronia. Das wollen wir jetzt auch machen über die Abkürzung hier. Aber wir wollen uns natürlich noch vorher, etwas holen, etwas ganz Besonderes und Tolles. Hier in den verlorenen Wäldern, wir können sogar zwei Sachen holen, aber auf das eine habe ich noch keine Lust, weil mir das jetzt gerade zu schwer ist. So, für den Rückweg können wir übrigens hier auch eine kleine Abkürzung nehmen. Da gibt es auch wieder ein paar Löcher in der Mitte. Hier. Bringt das was? Ich glaube beinahe nicht. Oh. Gehe ich erstmal nicht rein. Keine Ahnung, ob irgendwas Tolles ist oder nicht. Eigentlich ist hier auch noch irgendwo eine Skulptula. Ich glaube, er ist später im Spiel. Ich sag ganz oft immer später im Spiel, ne? Das ist auf einen bestimmten Plot-Twist. Ab einem bestimmten Punkt im Spiel, meine ich damit. Ohne zu spoilern. Okay, weiß wahrscheinlich eh schon jeder, aber trotzdem. Da-da-da-da-da-da-da. Oh. Link. Ja. Hat Salia die Elite beigebracht? Ja. Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Was ich irgendwie komisch finde, diese Aussage. Muss ich alles nochmal sagen? Nein. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Ja, weil ohne Linienspielen machen wir immer, wenn ich die Ocarina auswähle. Es sei denn, wir sind storytechnisch richtig. Das heißt, wir müssen gerade die Ocarina spielen. Dann erscheinen ohne Linien, aber hier sind ja auch keine. Naja, ein bisschen blöd ausgedrückt, aber gut. Drücken wir den falschen Knopf. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Kommt die Musik gar nicht mehr. Oder da ist ja gar keine Nicht-Musik. Sagen wir so. So. Nämlich jetzt hier einmal links gehen, beziehungsweise. Gleich links. War das gleich links? Es war gleich links. Diesem Typen hier. Ich glaube, man muss den hier Salias Lied vorspielen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwas auf jeden Fall. Wie ging das noch? Nee. Moment. So. Genau. Du kennst Salias Lied? Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Ein Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Oh yeah. Und übrigens, Freunde, stimmt, das wird hier noch gar nicht erwähnt. Wie denn auch? Dieses Horror-Kit. Redet der eigentlich jetzt was? Wie findest du mein Outfit? Ich gebe es nicht besonders aufregend. Dieses Horror-Kit dort ist das Horror-Kit aus Majora's Mask. Das, was die Majora's Mask vom Maskenhändler klaut und furchtbar böse wird. Nämlich begegnet man dem, also in Majora's Mask sagt nämlich das Horror-Kit dann später, wenn es wieder gut ist, sag ich mal. So, da war das dann, keine Ahnung, was sagt er, du erinnerst mich an einen Jungen, der mir einst im Wald ein Lied vorspielte oder so. Irgendwie sowas halt. Und das ist natürlich hier dran eine Anspielung. Ziemlich cool. Aber jetzt spielt überall diese Musik, hört ihr das? Irgendwie auch ein bisschen lame. Jetzt hätte man sich entweder das Lied den Weg merken müssen, oder man geht einfach meine Taktik und geht einfach in die schwarzen Dinger rein. Und da kommen wir wieder zurück nach Goronia. So, schöner kleiner Abstecher. 5 Herzen haben wir schon. Und wir können uns gleich ein weiteres Herzteil holen. Bald, ja. Wir sind erstmal wieder zurück in Goronia. Und werden hier mal zu unserem Kollegen da unten gehen. Zu dem Grumpy Darunia. Denn, ja, wir sind in die verlorenen Wälder gegangen. Wir müssen jetzt, ihm jetzt mal Salias Lied vorspielen. Ansonsten wird er nicht sehr zufrieden sein. Oder so ähnlich. Stimmt's, Kollege? So. Und jetzt kommt wirklich eines der coolsten Szenen des Spiels. Der Typ geht total ab.
Muss eigentlich so einen Techno-Remix drüberlegen. Okay. Link geht schon weg. Er hat Angst. Die Siegespose aus... Oh! Aus Hyrule Warriors. Wow! Ist ja auch so. Das grooved! Yeah, yeah, yeah! Party! Ein heißer Beat! Groovy! Let's dance! Oh Mann. Yeah! Dafür schämt man sich ja fremd, ey. Yahoo! Ne, ich benutze Google. Mann, war das schlecht. Wow, cooler Sound, Digga. Okay, meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Zu dem Gesichtsausdruck passt das gerade sehr gut. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goron. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Krieg's nicht. Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Warum spricht er nicht so scheiße? Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. So, die Stimme ist besser. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühen soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Das Kraftarmband! Nee, das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Drücke bla. Das Coole ist, Link trägt das jetzt tatsächlich. Seht ihr das da unten? An seinem Arm? Das ist cool, nicht wahr? Keine Ahnung, wie das mit dem Armband funktioniert, aber das war in Zelda-Spielen schon immer so. Jetzt können wir Bomben hochheben. Ich glaube zwar nicht die von den Wänden. Hier, oder? Nö. Ups. Aber wir können auf jeden Fall andere Bomben hochheben. Und ja, damit wollen wir doch jetzt was anfangen. Nämlich gehen wir jetzt tatsächlich in den ersten, nein, in den zweiten Dungeon. Ich bezeichne ihn auch gerne als den ersten Dungeon, weil der Deko-Baum so klein ist. Gut, immer weiter nach oben. Hier geht's nach oben. Ach nee. Hier geht's in die verlorenen Wälder. Hier wollen wir nicht hin. Mann! Da lang. Da könnten wir jetzt auch uns ein Herzteil beschaffen. Beziehungsweise es versuchen. Aber nee, das machen wir später. Man kann hier halt, ja. Wir können es mal mit First Try hier machen, kommen. Nämlich müssen wir diese Donnerblume dort in das Fass werfen. In dieses Gefäß, voll daneben. Und müssen dann auch noch Glück haben, dass das Ding hier richtig landet dann. Weil der, ja, diese Vase hört dann auf, sich zu drehen. Aber nee, machen wir dann später, wenn wir wirklich unsere echten Bomben haben. Oh, Spoiler, aber dann habe ich ein bisschen mehr Versuche. Muss ich da so blöd rumstehen und, ja. Nicht ganz so glücksbasiert. Nennen wir es so. Okay, dann hätten wir auch schon alles in Goronia. Ja doch, ich wollte gerade... Der Typ, der da unten rumrollt, der hat auch noch was zu sagen, aber noch nicht jetzt. Noch nicht. Jetzt, Mann. Dafür brauchen wir Bomben. Spoiler. So. Da düst er schon lang. So. Kollege steht immer noch. Ja, jetzt können wir Donnerblumen hochheben, Leute. Ist das nicht super? Habe ich zwar eben schon gezeigt, aber... Die können wir jetzt mal getrost hier rüberwerfen und den Eingang freilegen. Von ihr, klar. Boom. So, jetzt müsst ihr mal da drauf gucken. Da liegt ein Herzteil. Seht ihr das? Und ja, dieses Herzteil soll man sich eigentlich erst viel später im Spiel holen. Nämlich muss man da halt so ein... Ja, das ist schwierig zu erklären, erkläre ich später. Jedenfalls soll man sich das eigentlich jetzt noch nicht holen. Aber es gibt einen Trick, den so gut wie jeder anwendet, womit man sich das Ding jetzt schon holen kann. Dafür muss man sich einfach so hinstellen, wie ich es mache. Umdrehen. Kamera anvisieren ungefähr. Bombe hochlegen. Werfen. Anvisieren und Rückwärtssalto. Oh, aber ganz knapp noch. Weil wäre die Bombe da gewesen, dann hätte ich halt nur gegriffen und hätte keine Rückwärtsrolle gemacht. Und so kommt man hier rüber. Und ich kann mir das Herzteil schnappen. Ist doch geil. Yeah. Und dafür, dass ich ein halbes Herzschaden genommen hat, hab, das wird ja jetzt wieder weggemacht. Plump. Cool. Und dann, meine lieben Freunde, geht es in den ersten Dungeon. In Dodongos Höhle. Mit dem Ding hat es was auf sich, wie man dieses Herzteil eigentlich bekommen soll. Aber gut, Freunde. Der erste Dungeon, beziehungsweise der zweite Dungeon, bei dem die Erinnerung auch schon wieder
lückenhaft sind. Ich mochte den Dungeon nie so wirklich, auch wenn der Boss ziemlich einfach ist. Aber der war ein bisschen komplexer. Ich weiß nur, dass ich schon hier damals nicht weitergekommen bin. Aber gut, erstmal sprengen wir das Ding da weg. Das geht nämlich mit den Donnerblumen. Und eigentlich geht genau genommen auch hier erst der Dungeon los. Dodongos Höhle. Finde ich mal wieder witzig, wie die Zelda-Tempel aufgebaut sind, dass man zufällig da genauso durchlaufen kann mit einigen Rätseln. Aber sonst wäre das Spiel auch furchtbar langweilig. So, die Viecher da sind übrigens übelst ätzend. Diese Augen-Oculus-Viecher, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Oculus ist lateinisch für Auge, deswegen habe ich es gesagt. Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, da wäre ich auch alleine drauf gekommen. So, hep. Hep. So, die Typen kann man nicht besiegen, meine ich. Nein, kann man glaube ich noch nicht. Das heißt, wir gehen erstmal irgendwo lang. Keine Ahnung, ob wir links oder rechts müssen, Freunde. Das weiß ich jetzt wirklich schon nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt erstmal rechts. Rechts kommt von Herzen. Moment. Es werden mir wieder Dinge angehängt. Ui. Mir ist auch aufgefallen, wenn man die Wirbeltacke an, also so, boah, manuell macht. Also, so mit Aufladen richtig und länger sich Zeit lässt, dann macht er irgendwann so eine Doppelwirbeltacke. Und so macht er halt nur so eine. Wenn man so einen Stick dreht, auch nur eine. Naja. Gut, hier brauchen wir eine Bombe, beziehungsweise eine Donnerblume, die es hier schon gleich gibt. Sowas aber auch. Okay, da ist ein Schalter. Da muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite hoch. Und gucken wir erstmal, was dahinter ist. Aber ich glaube, da ist eh nichts Wichtiges. Oder eine Truhe, glaube ich. Karte oder so kann dahinter sein. Maybe. Nee, so. Pff, so ein Billostein hier. Man erzählt sich, es sei so und so wie Uhr. Um 14.43 Uhr sind wir in den Dungeon gegangen. Cool. So, und diese Augentypen können wir mit den Bomben killen. Wenn ich einen Volltreffer lande, dann sofort. Und wenn ich nur unten getroffen hätte, dann quasi davor gelegt, dann hätte es ein bisschen länger gedauert. Ja, ja, ja. Gut, es gibt übrigens auch einen Trick, wie man Bomben schneller fallen lassen kann. Nämlich einfach, zack, einmal R drücken, also quasi das Schild. Dann lässt er sie sofort an der Stelle los, wo man langläuft, quasi steht. Ansonsten muss man halt stehen bleiben und A drücken. Dann, wenn man Bomben macht, das zeige ich gleich nochmal, wenn wir eine Bombe haben. Das funktioniert eigentlich genauso wie mit den Vasen, wenn ich das mal zeigen kann. Und Mini-Dodongos, nein! Wie sei es normale Dodongos? Nee, war nicht wahr. Die normalen Dodongos sind anders. Okay. So, nämlich ist das so halt, wenn man Dinge hochhebt und einfach nur A drückt. Nee, bei Vasen ist das glaube ich nicht so. Nee. Einfach nur A drückt, dann legt er sie auf den Boden. Wenn man dabei läuft, wirft er sie in eine Richtung. Wenn man R drückt, wirft man die auch auf den Boden, aber es geht schneller. So, und da oben ist auch schon was Cooles. Ja. Der Scheiß. Da muss man eigentlich erst später hin. Es gibt aber auch. Ich habe selber meinen Trick rausgefunden. Weil da oben ist eine Skulptula, in die man jetzt noch nicht rankommt. Und eigentlich muss man da später halt nochmal hin. Wenn man spätere Items hat. Aber man kann sich das auch schon nach dem nächsten Tempel holen. Mit einem kleinen Trick, den ich selber rausgefunden habe. Aber das kennen bestimmt sicherlich schon andere. Probieren wir mal aus, ob ich ihn nochmal hinkriege, diesen Trick. Oder ob ich das noch richtig in Erinnerung habe gerade. Da ist ich wieder vergraben. So eine feige Sau. Na gut, ich bin hier scheinbar richtig gegangen. Ich bin selber erstaunt drüber. Oh, ich merke gerade, der Part ist bald vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da oder dann angefangen habe. Ob ich 19.34 Uhr oder 19.36 Uhr angefangen habe. Ich weiß es nicht mehr. So, diese lustigen Kerle müssen wir jetzt auf die Schalter da schieben. Bis auf den Schalter ist nur einer, glaube ich. Weil, ja, das ist halt so ein blauer Schalter. Wenn ich da normal raufgehe, ist der unten. Aber sobald ich da wieder runtergehe, ploppt er wieder hoch, sozusagen. Ja, naja. Ich erkläre gerne. So, diese Riesentür ohne Handkraft, sag ich mal, aufmachen. Und die Viecher anbringen! Warte mal ganz kurz. So, Leute, tut mir leid, ein kleiner Schnitt. Diesmal war es nicht wie in den letzten Tagen immer nur Mutter unterbrechte. Nein. Ich kann es mal kurz erklären, die Fahrschule hat gerade angerufen. Nächsten Donnerstag, Moment mal jetzt. Ihr seht diese Folge am Dienstag. Also übermorgen habe ich meine erste Fahrstunde. Das wird lustig, ich mache die Straßen unsicher. Mal gucken, dann gibt es halt keine Videos mehr, weil ich vorhin im Unterunfall sterben werde. Nein, jetzt bin ich gerade die Treppe so hochgerannt, jetzt bin ich ganz aus der Puste. Aber gut, Freunde, der Part ist eh so gut wie vorbei. Ich habe mich leider noch zum TTT-Zocken verabredet, deswegen
Ich muss ja wieder ein bisschen Hände machen. Der Raum ist lustig. Hi. Hi. Hi, hab ich gesagt. Sag mal, hallo. Sei höflich. Aua. Ey, Link, dreh dich um. Da geht's schon los, ne? Krasse Skills habe ich in diesem Spiel. Pass mal auf, ich mache hier Special Trick. Komm mal her. Spring mal rüber. Klappt nicht. Bam! Bam! Aua. Bam! Zieht immerhin nur ein halbes Herz ab. Blam. Zack! Bam! Mann, jetzt stirb doch mal, du Saftsack! Mann, ich sterbe gleich! Übelster Killer! Und Skiller! Bin ich! Oh Mann! Mann, unsere ersten anspruchsvollen Kämpfe! Scheiß die Wand an! Ja, ich benutze irgendwie sowieso in Zelda-Spielen so gut wie nie den Schild irgendwie. Ich denke aber mal nicht dran. Genauso wenig wie ich den Brawl, den Greifhaken benutze. Oder Smash Bros. Vergesse ich den immer. Also. Was ist Haken? Greifen. Egal. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser super geile Part nicht gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Ocarina of Time wieder, wenn wir Dodongos Höhle mal so richtig erkunden. Und ich schätze mal sogar schon bis zum Boss spielen. Denn der Tempel ist nicht so lang, glaube ich. Wir sollten ihn in ein paar schon schaffen. Bis zum nächsten Mal und ciao.